die Freiheit, selber entscheiden zu können. Organisation, einen Plan haben, was man machen möchte. Am Ende selber an seinen Entscheidungen zu lernen. Sie traut sich was. Selbstständig sein. Seit Anfang des Jahres. Gemeinsam mit Dennis Nielsen, ihrem Partner. Der Springreiter und die Dressurreiterin. Ein Team mit klaren Zielen. Ich versuche, das Ganze bestmöglich zu führen und dass wir was richtig Gutes draus machen und uns etablieren. Und die Leute sagen, da möchte ich mein Pferd gerne hingeben. Die machen einen guten Job, sind da mit Herz und Seele dabei. Gut Dachsau bei München. Es ist ihre Anlage, geplant und gebaut für sie von ihrer Mutter. Ich bin, glaube ich, schon so ein bisschen da reingewachsen, weil mein Papa sehr früh gestorben ist und ich am Ende immer mit meiner Mama das zusammen gemacht hat. Dadurch glaube ich, dass man von sich aus ein bisschen selbstständiger wird schon oder sich mehr Gedanken macht. Freunde, die auf der Anlage wohnen, haben sie Richtung Selbstständigkeit beraten. Die haben uns wirklich geholfen, einen Businessplan zu machen, mal alle Kosten zu sehen, wie wichtig Personal ist, wo man vielleicht sparen kann, wo man nicht sparen kann, welche Qualität wir haben müssen. Ich habe mich dann zum Beispiel mit Strom und Gas beschäftigt und geguckt, können wir da was sparen, weil am Ende ist der Strom der gleiche, der durch die Leitung fließt. Aber zum Beispiel am Personal oder am Futter oder an der Heuqualität haben wir gesagt, können wir nicht sparen, weil das ist unser Angebot, dass wir das bestmöglich anbieten wollen und auch immer Personal da ist, dass die Pferde immer rauskommen. Zudem ist der Kontakt eng zu ihrem Mentor der Deutschen Bank. Also es ist auf jeden Fall total super, jemanden zu haben, der am Ende vielleicht total außenstehend ist und sich das Ganze anschaut und einem mal Tipps geben kann, der nicht involviert ist und das Ganze von außen sieht. Die Geschäftsidee? Gute junge Pferde erfolgreich ausbilden und selber im Sport weiter gut unterwegs sein. Dass man natürlich immer mal wieder ein gutes Pferd verkaufen muss, um davon zu leben, ist natürlich ganz klar. Aber es ist nicht, also wichtig für uns ist natürlich, Besitzer auf der Seite zu haben, die sagen, okay, wir verkaufen jetzt das Spitzenpferd nicht, weil wir wollen, dass die im Sport reiten. Und das ist das Ziel, was wir haben. Gut tut in so einer Phase das Lob aus berufenem Munde von Monika Teodorescu, der Bundestrainerin. Ich hatte ja vorher immer einen Trainer hier, der immer so ein Auge mit drauf hatte. Und am Ende vielleicht dann auch von der Monika zu hören, dass ich jetzt nicht schlechter geworden bin und einen guten Job gemacht habe. Und am Ende das auch mal alleine zu schaffen, ist super und die Entscheidungen zu treffen. Viktoria Michalke scheint bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit durchaus entscheidungsfreudig zu sein. Ich habe meine Einsteller am Ende gekündigt, dafür, dass Dennis kommen kann. Dennis hat seinen Job gekündigt und ist hierher gezogen, was für ihn natürlich wahrscheinlich noch mal ein größerer Schritt war. Aber ich habe immer gesagt, er muss das wollen. Wie steht Dennis Nielsen zu diesem Schritt, das Gestüt Spree nach 10 Jahren zu verlassen? Seine Antworten und die Geschichte, wie mit den beiden alles begann, in der zweiten Folge von Endlich selbstständig. Es gab, glaube ich, 3 Cavalettis hier, aber mehr auch nicht. Und den Rest habe ich dann mitgebracht, die Springpferde und die Sprünge. Und jetzt sind wir mittlerweile in Spring- und Dressurstall.